Hallo, heute zeige ich euch, wie ich meine Acrylpinsel einarbeite. Ich habe ja im letzten Video bei Milano Nails eingekauft, beziehungsweise habe ich den Einkauf vorgestellt. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich meinen Acrylpinsel einarbeite. Ihr braucht dazu ein handelsübliches Zewa, ein Gefäß mit eurem Liquid. Ich habe ein altes Einmachglas genommen, weil der Boden schön flach ist und ich den Pinsel dann gut auffächern kann. Und jetzt legen wir auch schon los. Ihr nehmt euren Pinsel, taucht ihn ins Liquid ein, setzt ihn am Boden auf und beim Aufsetzen dreht ihr den Stiel, sodass der Pinsel unten auffächert. Dann nehmt ihr ihn heraus und streicht ihn immer in einer Richtung auf eurem Zewa ab. Und das wiederholt ihr bestimmt so 5-6 Mal, bis der Pinsel richtig schön in Form kommt. Ja, das war's auch schon. Bitte achtet darauf, den Pinsel immer in eine Richtung abzustreifen. Vielmals passiert, dass man das so macht, aber nein, euer Pinsel wird es euch danken, wenn ihr den immer in eine Richtung abstreift und ihn ordentlich pflegt und hegt. So, das war es auch schon von meiner Seite. Ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen zu tun, werde also meinen Pinsel einarbeiten und ich wollte noch erwähnen, dass diese Technik nicht von mir stammt. Ich habe sie nur in einem anderen Video gesehen, in einem englischsprachigen, und wollte euch das mal kurz zeigen. Gibt sicherlich schon viele Videos über das Einarbeiten von Acrylpinseln, aber ja, einmal mehr ist besser wie einmal zu wenig. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bye bye, bis zum nächsten Video.